Der 13. Freimaler Glückszahl, 13. September 2020. Die Servola Töffli Tour hat bei schönstem Wetter mit Start in Bad Ragaz stattfinden. 70 km den Berg drauf und dann wieder drauf. Nicht nur interessant für Töffli-Buben, nein, auch für Töffli-Meiten. Kurzum für alle Frauen, Männer von allem Alter, die über Töffli verrückt sind. Und zumindest ihnen der Stefan Ross, der diese Töffli-Tour ins Leben gerufen hat. Ja, Stefan, gell? Ein Stückchen Normalität ist da an diesem heutigen Tag wieder zurück. He? Ja, also bei mir zwar mit Maske, habe ich mir einfach gesagt, das möchte ich machen, weil ich so vielen Leuten nachkomme, dass ein gewisser Schutz da ist. Normalität, ja, man probiert natürlich so einen Anlass endlich wieder einmal durchzuführen. Ich bin froh, dass ich alle Bewilligungen bekommen habe. Es war zwar relativ aufwendig gewesen mit den ganzen Händen desinfizieren, Fiebermessen, verschiedene Sektoren, alles desinfizieren und so weiter. Aber es ist jetzt gegangen, es ist da, wir sind da, es sind 444 Töffli-Meitle und Töffli-Buben. Und ich freue mich riesig, dass es jetzt losgeht. Eine wunderbare 70-Kilometer-Tour in meiner Heimat, in der Ferienregion Heideland, hier in Bad Ragaz starten wir. Ja, und dein Töffel ist fit? Mein Töffel ist fit. Es ist alles soweit gut. Ich habe das geputzt die letzte Woche. Die Glückspost war da. Hat Fotos gemacht, wie ich mein Töffel revidiere, flicke. Also, es ist auch bildlich beleidigt, dass das alles in Ordnung sein sollte. Jetzt hoffe ich nur, es kommt an den Berg darauf. Und alles im Griff? Ja, glaube ich schon. Schon, hä? Ja. Was hast du denn da für die neue Kiste dabei? Da? Sieht gut aus, hä? Ja. Typisch Handtasche, Ladylike, ist das ja, original? Ja. Komm jetzt. Gell, ist original. Jetzt muss ich fragen, ist original das Täschchen da? Ja. Das da? Ja, das da. Das Lady-Test hier. Das Lady-Test, das ist Mann. Das ist Mann. Er muss auch etwas haben zum Dreitun. Gell? Gell? Ja. Machst du cool. Was hast du denn im Handy noch? Ein Schnaps. Aha. Wenn der stehen bleibt, gell? Ja, das weiß ich nicht. Weißt du, kann ich hier rein lernen und hier rein lernen. Was gehst du denn ins Militär? Was ist sicher los da? Sicher. Hä? Ja. Weißt du, musst immer Profiant mit. Du weißt nie, wenn er abliegt und nachher hast du nichts zu essen und nichts zu trinken. Und der Klapp läuft nicht mehr. Aber die Frau hast du dabei? Ja, das ist gut. Ich muss mich dann eben abschleppen, weißt du. Das Seil ist eben auch dabei. Was ist auch der Unterschied? Bei einem steht DKW, beim anderen steht Express. Was ist da der Unterschied? Ja, das ist ein DKW Zweirad-Union und Aha. Das ist ein Sachs. Aha. Sachs, ja. Aber ist auch von dem gleichen. Also die haben dann zumal Sachs-Motoren genommen und keine Zweirad-Union-Motoren mehr oder DKW-Motoren. Haben die denn die nachgespritzt, dass sie gleich aussehen hier? Ja, das ist die sind alle ganz original, so wie sie mal gesehen sind. Hey, die haben wir aus einem Container raus. Ja. Und dann haben wir es gespritzt und restauriert. Über zwei Jahre gehabt, bis wir die so hatten. Ja, und wie hast du denn da deine Frau dazu gebracht, um da mitzukommen? Ja, das wäre eben das Töffel hier. Das ist eben mein Jahrgang. Ah, das ist dein Jahrgang? Ja. Aber der läuft mir zu wenig. Der also läuft was für ein Jahrgang hat das Töffel? 65. Ah, jetzt wissen wir, was sie ist. Genau. Ja. Du willst alles wissen. Ja, was ist besser, Zweig? Das Töffel oder du? Jetzt fragt er noch. Jemand hat das Töffel. Jemand hat. Hey, wo hast du denn das Töffel aufgegabelt? Ja, restauriert. Restauriert? Ja. Und frisiert? Ja. Was läuft? Ja, 35, 40. Heule, ist das eine Spezialausgabe hier beim Riecht? Beim Riecht? Ja. Du bist dünn. Aha. Fantastisch. Mit einer anderen Farbe, nicht? Und du hast das Gefühl, bleibst du und dann hast du Profiant auf der Seite, oder was? Was bleibe ich? Du bleibst ein bisschen hocken und dann hast du Profiant auf der Seite, oder was ist da drin? Werkzeug? Werkzeug, das Most, was man da so braucht. Wo haben wir alles drin da? Ja, das hat mich bewundert, das Neune sagt, zeig mal. Der ist wichtig. Wieso? Der nächste hierher. Ja, wieso? Siehst du? Warum ist das? Ja, das gehört dazu. Ja, was hast du raus drin? Aha, ja. Lass dich überraschen. Ein Wärmebeutel oder was? Hat sicher noch Schnäpschen drin. Wow, guck da. Das passt. Ja, das passt. Aber wir dürfen nicht trinken, wenn wir fahren, gell?
Ach so? Ja. Aber wenn er hockt, dann schon, gell? Dann hocken wir. Ist hergefahren da? Ja. Wo? Maloders. Nein. Ja. Und dann noch, hast du ein bisschen Problem machen wegen mit Bremsen, Maloders Sachen? Nein, alles gut gegangen. Alles gut? Und mal auf die Autobahn? Ja, dann schauen, ob es uns lohnt. Ja, ja, nein, nein, ist tipptopp gegangen. Fährst du das Maloders auf etwa mal rum jetzt? Ja, cool, Maloders. Aha. Ja, ja. Das ist da, das sind nur so ganz spezielle. Das ist kein Zweigänger, nichts, das ist ein Automat. Das ist ein Automat, ja. Na gut, du bist ja da ein Leichtgewicht, die Magenzüge, ne? Ja, so 25. Mager, ne? Mager, ja, okay. Ja. Nein, komm jetzt. Was ist das für ein Selfie? Nein, von Fessing. Ah. Okay. Oi. Ja, traust du es eben mehr zu als Tim, oder was? Nein, das ist meins. Ach so? Ja, sicher. Ja, und dann, wenn du hocken bleibst, was hast du dabei? Mann, Supermechanik. Hallo! Hast du im Griff? Alles im Griff. Also du fährst nicht? Jawohl, sicher. Beide. Ja, aber du musst ja durchkommen, dann lässt die Frau hocken. Wir können durch, dürfen es nicht gut vorbereiten. Aha. Ja, sicher. Aber du traust der Sache nicht ganz, hä? Mal sicher. Komm jetzt. Mal sicher, ich habe eine gute Mechanik. Leck doch, wie stylisch unterwegs du. Gell, guten Morgen. Guten Morgen. Gell, wir schon fassen, kann machen. Eben, das habe ich auch gefunden. Darum machen wir das so heute. Aber du, jetzt noch mal ganz eine andere Frage. Hast du den Vater dabei, oder? Hey! Ist das der Mechaniker? Ja, bin ich auch wieder mit. Ja, genau, mein Mechaniker. Ist das? Ja. Also du traust der Sache nicht ganz, gell? Mal, ich fasse super Töffli. Hoi. Kondor Buch. Fährst du es aus mit dem auch rum? Ja, ja. Wie schnell fährt er? Ja, schon einiges. 50? Ja. Hä? Ja, ja. Und? Ja, alles gut. Meinst du, kommst du durch? Ja, auf jeden Fall. Bist du selbst sicher? Durchgekommen, ganz sicher. Doch. Ja. Oh, rotes Fenster. Mein Gott, was hast du alles am Handgelenk? So, jetzt. Ja. Und jetzt noch ein bisschen Grün dazu. Da. Genau. Ja, Töffel ist auch dabei, oder hast du das Handgelenk? Ja, mal, ich muss ihn holen. Ja. Aha. Das steht um die Ecke. Wie wir so zusammenschrauben? Ja. So, ich komme weg. Schau, ob der Anlass gut genug ist für das Töffli. Hey, wo bist du gekommen? Von Zürich angefahren? Vom Aargau. Nein, bist du angefahren? Nein. Wir sind mit dem Auto gekommen und dann haben wir umgezogen. Aber die Aargauer sind doch als Flitzer bekannt, nicht? Ja, ja, ich habe einen getroffen, der ist voll von Wettigen. Und? Was fährst du 50 mit dem hier? 30 natürlich. Komm, nein, den kannst du nicht bringen. Ja, hundertprozentig. Sonst musst du nachher mitkommen, dann siehst du es. Und ist das ein Militärhelm? Ja, das ist ein Militärhelm. Unglaublich. Ja, ein bisschen Spass machen muss es. Ja. Guten Morgen, Fritz. Danke vielmals. Heule, was geht denn da? Was musst du denn da machen? So ein Bändeli. Keine Ahnung, dass ich gezahlt habe, der Baby. Wenn du unter Umständen auf der Strecke liegen bleibst, dann haben wir die Sachen. Ich hoffe es nicht. Aber sicher bist du nicht, hä? Ich hoffe, dass ich gut durchkomme, aber das glaube ich auch. Jetzt hast du eine Frau dabei hier. Mein Mann hat mein Töffli gut gemacht. Ah, wo ist der Mann? Kerstin, da hinten. Das ist der Mechaniker? Jawohl, genau. Wer ist er? Wo? Da hinten. Ah, da! Er ist... Nein, da, gerade links. Da! Hast du ihn gerissen? Ja, lauf. Also springst du ihn an? Nein, ja. Nein, aber etwa gleich schnell, ja. Nein, der ist schneller. Du fährst auch? Ja, ja. Moment schnell, was ist schneller? Also mit anderen Worten, lass dich voll hocken. Nein, ich hoffe schon, er wartet auf mich. Und du, was sagst du? Schöne 30. Aber wenn es hart auf hart geht, fährst du weiter und lass dich hocken, gell? Ja, das stimmt. Oh, hast du draussen gesehen? Dann lass dich hocken, schön. Dann lass dich hocken. Dann schau ich, vielleicht hat es noch einen anderen Mal, der mit mir mitfährt. Ja, dann wirst du kein Problem haben. Ja. Mal schauen. Ich hoffe, wir fahren nicht davon. Haben wir einen Ja, ja. Und du, schönes Töffel, zeigst du? Ja, immer schön. Nein, der Schönste ist jetzt nicht in meinem Stall. Hey, woher bist du gefahren? Von St. Gallen? Nein, von Kützlingen. Hey, wie hast du verladen, aber, gell? Ja, muss ich schon sämtlich. Ich muss mal arbeiten. Schöne. Ciao. Da schau, du hast schon einen. Von Uri angereist, oder was? Oder was ist das? Mir? Ja. Rabünde, Scheibe. Nein, das ist sicher Uri. Nein. Du, was passiert, wenn ein Stierengrind, so ein Bündner Stierengrind stehen bleibt? Was passiert dann? Geht die Frau hocken? Nein, wenn wir heimholen, ein anderes dürfen. Wie, wir gehen schon, hä?
Du bist das letzte schon dabei gewesen. Ja, sicher. Hast du Töffel gut überwintert? Alles gut, alles gut. Alles im Griff. Aber das letzte Jahr hast du noch, bist du doch noch hocken geblieben, oder nicht? Ja, sind wir ein bisschen überhockt, ja. Und dann nachher? Und jetzt? Der Mal ist anders, he? Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen humaner dran hin. Aha. Ja, ja, aber kommt gut, he? Und wenn es verbrennen, hättest du ihnen noch Feuerwehrzug, gell? Ja, ja. Sind ihr nicht drauf von der Feuerwehr? Jawohl. Hey, Feuerwehr-Ebersäcke, die sie ausgelöscht haben. Genau. Darum steht sie da, oder? Ja, genau. Und da sind wir doch hierher gefahren, ist klar. Nein, wir haben sie aufgeladen, aber wir fahren vielleicht daheim. Haben ihr noch einen Besenwagen, der euch auflädt, wenn ihr schon bleiben auf der Strecke? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen das Hör nicht. Aha. Bist du schon Feuerwehr? Ich bin Freundin vom Feuerwehrmann. Genau, aber da muss wo hin? Oh. Ja, aber du, hey. Und was passiert dir, wenn du stehen bleibst? Wenn was? Ja, wenn du stehen bleibst, mitten in der Sonne, was machst du mit dem Hund? Dann tun wir die Box beim Schätzchen hinten drauf. Und dann geht er weiter. Für mich, Hund ist wichtiger, weißt du? Hast du einen Partner dabei, für Beiz und Taco bleibst, oder für einen Taxidienst? Nein. Nicht? Fall, wenn ich übernachten muss. Ah. Hast du das Gefühl, du musst übernachten? Ja, man weiss nicht. Ja. Mamma mia, du, wie schmeckt's? Wie schmeckt's? Fast wie Schnaps, das ist jetzt gerade gut. Ein Schluck noch nicht zum Saufen. Hallo. Hallo. Guten Biss. Danke. Und was hat sie? 34,7. Oh, das ist tief. Bin ich nicht so heiß. Aber du, ich habe das Gefühl, die Temperatur steigt dann noch, wenn du am Hocken bleibst. Ich glaube auch. Ich meinte es auch. Wir sind Sechster. Musst du alles filmen? Du, die Tieftemperatur, 34, hängt das zusammen mit dem 19er Wein, oder? Das ist jeder Beste. Aber eigentlich sollte er heißer machen und nicht älter. Hörst du das zu diesen Jeninsen hier? Ja. Auf einer Temperatur hast du auch gehabt? Ah, das hat er nicht gesagt. Nicht? Er hat nie noch gefragt, ob es du hast. Er hat gemeint schon. Du bist einer der Jüngeren, gell? Nimm ich an. Ich glaube schon, ja. Und was fährt er da in deinen Schlitten? Gestrichen 30. Nein, komm, sag mir nicht an. Doch. Nein, sag mir nicht an. Sicher. Also unter 50 läuft nichts. Komm. Doch, dann läuft es 30. Hallo miteinander. Hallo. Danke schön. Töffelfieber, hä? Jawohl. Bist du die Strecke schon mal gefahren? Nein, das erste Mal. Aber du, mit dem Anhänger, das Gefühl, du richtig Pfeffer saufen, bleibst du mal schon stehen? Ja, er mag schon. Bist du sicher? Ja. Ja, was ist denn da los? Hey? Du stossest ja jetzt schon. Los mal! Oh! Er geht! Zeig! Ja, aber ich kann nicht einmal sie wegkumpfen. Nein! Wow, das ist eine Rakete, du. Wahnsinn. Hast du auch einen Mechaniker dabei? Natürlich! Wo ist der? Da! Oi! Der macht alles für mich! Hast du gehört? Du machst alles für sie. Alles? Also Reparaturen, oder? Ja, das kann man immer anschauen, wenn man will. Was heisst das so? Sack abfrieren. Was heisst das? Das ist das, was es heisst. Kommst du auf Basel aber den Sack abfrieren im Dezember? Und was schreibst du für die Frauen? Eierstöcke eingefriert oder so. Morgen! Du, das ist aber ein zünftiger Schlitten, den du hast, hä? Gell, verrückt. Wahnsinnig, du. Ist das etwas Spezielles? Ja, die Farbe, glaube ich, ist ein bisschen speziell, aber... Und hinten ist noch viel gepackt. Ja, verrückt. Ein bisschen Most muss man haben. Gell? Nein, das nicht. Nicht? Aber ein bisschen Most muss man haben. Ja, Bella. Na, nicht filmen. Ich habe Mundschutz an. Aber ich nicht. Gell? Da hätte den Mundschutz abgetan, nicht? Stefan, ziehst du den Mundschutz ab? Ja, cool. Bella! Ja, du hast ja nicht den Pfiff. Oi, guten Morgen. Lauf, der Wolf. Bist du fit? Ja. Zum Laufen meine ich. Ja, wahrscheinlich kommt es nicht so raus. Laufen schon, aber stoßen nicht.
Aber gell, ist wieder mal etwas anderes, mal lässig. Also etwas. Ja, ist super. Das ist meine erste Uhr heute. Schon? Ja, und seit gestern Abend um 7 Uhr habe ich den Töffel. Bist du nervös? Ein bisschen schon, ja. Aber hast du einen Mechaniker dabei? Ja, der ist auf Abruf bereit. Aha, okay. Ich habe einen Nachteil. Leute um den Arm. Ich habe eine Kerze. Ja, ja. Und die Kerzen wechseln habe ich. Ich habe hier Reserven. Hoi, hoi, jetzt aber. Könntest du selber Kerzen wechseln? Auf jeden Fall, ja, ja. Das habe ich dabei und mehr kann ja fast nicht passieren. Du schmeckst schon etwas, es stinkt ein bisschen nach Benzin. Ja, darum mache ich ja mit, weil es so gut schmeckt. Wahnsinn, du der Helm, zeig mal, das ist ja... Eieieiei, woher hast denn der? Welcher Helm? Der, ja, der da, dein Helm da, der da. Der ist ja Luxus pur. Echt? Ja. Luxus pur, hä? Musik drin, Handy drin, oder? Alles, alles drin. Findest du keinen zweiten auf dem Platz? So ein Töffel? Nein. Warum? Was ist denn speziell dran? Allegro-Buch. Aha. Speziell schnell, speziell gut? Nein, einfach Allegro-Buch. Die sind sehr selten. Aha, okay. Gehst du mir? Hey, wie kommst du zu dieser Tour? Bist du ein Töffel-Fan? Ja. Danke. Lieber ein Töffel als sonst etwas so. Ja, ist cool. Mal gemütlich da und so. Brauchst du normal auch zum Beschaffen oder so? Nein. Auch nicht? Nur so für auf Touren. Aha. Was, auf Touren hast du gesagt? Ja, Cura Scona oder da. Was, woher? Cura Scona. Echt? Aber dann fährst du runter, oder was? Ja, das haben wir auch schon gesehen. Nicht stecken bleiben? Nein, zum Glück nicht. Aber gell, das ist ganz etwas Spezielles. Was ist denn da für einer? Keine Ahnung, habe ich ausgelegt. Ausgelegt? Hoi! Du bist kein Aargauer, oder? Eben die mit den weißen Socken, gell? Das sind die aus dem Aargau. Auf die müsst ihr aufpassen. Hoi, 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 hoi. Das sind die Gefährlichen. Du Aargauer, hat es überhaupt einen Haufen da, gell? Ja, ja, ja. Warum denn das? Ja, uns gefällt es einfach hier im Bündnerland, weißt du? Ah, das ist so ein St. Gallen, gell? Ich bin ein Vorarlberger. Ein Rankwiler bin ich eigentlich. Ah, so? Jetzt habe ich hier hast du ein bisschen. Was soll ich sagen? Heimweh abstreifen, wenn ich so in der Nähe bin. Bist du die schnelle Post? Ja. Ist das original? Alles original. Mit denen hast du gefahren? Ja. Mit der Post? Ja. Bist du selber mal gefahren? Nein, ja, nur jetzt. Aha. Genau, ja. Ja. Du, aber apropos Aargauer. Jetzt bist du aber nicht der Bündner. Jetzt bin ich bei den Bündner, ja. Aber ja. Ich bin in der Nähe von meiner Heimat. Aha. Ja, das ist auch schon viel wert. Schau mal, was ich bekommen habe. Was ist das? Das steht zum Aufmeier machen. Ja. Und wo ist der Servala? Der Servala, der kommt dann noch. Den essen wir heute schon noch. Ohne Servala. Ohne Servala gehen wir nicht heim. Ja. Hey, was gibst du da noch? Ein Rötali, oder was hast du? Ja. Ja, dann wir den trinken. Erst nachher. Ja. Ja, du weißt, wir sind ein Trio. Schau, die haben auch weiße Socken. Die müssen drei gehören zusammen. Ja, von den Socken siehst du das? Wir sind eine Bande, weißt du? Oh, ja, genau. Aber ganz liebe. Also. Aber dann heben wir das zusammen, wenn ihr hocken bleibt. Ja, natürlich. Ja. Du hättest können verpacken, hättest schon mitfahren. Ja, es fahren schon ein paar mit für uns. Ja. Und ihr? Nein, zuschauen. Nein, nur zuschauen. Also, könnt ihr noch ein bisschen mit, schauen, wie es läuft, oder? Ja, ich hab schon. Und ein Satzteil dabei? Den haben sie selber schon mit. Ja, aber ihr? Ja, wir brauchen keinen. Ah. Wir haben Tipptopp-Fuss. Gut, warum macht ihr mit von der Rodoas? Also, wir haben total Spass, dass wir so etwas Lustiges dürfen mitorganisieren und mitgestalten und unterstützen. Unser Slogan ist gemeinsam glücklich, wie siehst du am Auto. Und wenn man jetzt so rumschaut, oder, mit den 444 Töffli-Buben und Töffli-Mädchen, dann sind die alle happy und das wollen wir gerne unterstützen. Letztes Jahr warst du noch jünger. Was? Ja, was hast du gesagt? Letztes Jahr warst du noch jünger. Ja, du auch. aber das Wichtigste ist, wie steht es mit dem Töffel in diesem Mal? Damals ist es ganz gut. Ja, aber das letzte Mal bist du hocken geblieben. Nein, meinen ist gegangen. Aber? Das war eine super Maschine, sonst müssen der Schwester gehen. Aha. Und haben dann müssen einen Oldtimer ausgraben. Oh, und jetzt? Aber auch vom Kollegen, nicht mein. Kollege sein. Mein Gott, was ist das für einer? Ein Görika von Bielefeld. Ein 71er Jahrgang. Und meinst du, kommst du mit dem? Ja, perfekt. Hast du noch ein bisschen getunt? Nichts.
darfst nicht. Aber du hast ein bisschen zugenommen, braucht ein bisschen mehr Kraft. Ganz wenig. Aber ich habe keine Dreckkette. Ich habe keine Kette zum Treten. Das heisst, es geht alles über den Motor. Also der muss selber gehen. Wo was? Gemeinsam stärken? Gemeinsam stärken. Frau und Tochter müssen mitmachen. So läuft Frauenpower, sagt man dem. Ja, genau, da habe ich das Gefühl. Frauenpower. Was kriegen wir drüber? Schaut etwas aus für euch? Gar nicht. Nicht einmal ein Schluck Rötali. Nicht einmal ein Rötali. Also, einen haben wir. Aber okay. Nur wenn wir mitfahren. Du, wie ist denn das hier auf der Fahrt? Ja, das kriegen wir dann, wie es rauskommt. Ja, weißt du, mit der Brisago? Ja, das geht wunderbar. Schon? Ja, kein Problem. Und wenn der Töffel auch liegt, dann hast du noch Brisago? Ja, dann habe ich noch Brisago, ja. Gut, passt wegen brennt nicht an, weißt du? Ja. Weißt du, wenn das brennt, hast du ein Feuer für dich? Ja. Feuerlöscher auch, das ist wichtig. Pass auf, ja, mit dem kleinen Bart. Ja, Gott, hast du es selber gespritzt? Oder? Ja, da? Ja, hey, noch ein bisschen gepinselt. Verschatzt, da bist du, hä? Ganz verrückt, Puppi. Das längsamste wahrscheinlich heute. Aha, meinst du? Ja gut, du wirst einen Haufen Helfer haben, nehme ich an. Ja, ich hoffe. Ich habe mein eigenes Fläschchen dabei. Ja, gell? Für alle Fälle, ja. Was hast du drin? Ah, das ist ein Schutzkonzept, das müssen wir voll einhalten. Corona-Wasser? Corona-Wasser, wir haben Maske, haben alles auch dabei, also wir müssen voll korrekt. Im Fall, dass ihr müsst übernachten. Ja, genau. Dankeschön. Die anderen zwei über Ticket. Du, wieso meldet man sich für so etwas an? Ja, um so einen schönen Tag und einmal ein bisschen Freiheit geniessen, Haare in den Wind. Ja, das ist doch cool, wenn man mal richtig kann, wieder Gas geben. Hi. Jana, spielen. Sitzt noch nicht gemerkt? Da sieht man den Mann, der ist ein schneller Saukogel, gell? Extrem. Gell? Wie viel? Extrem. Sicher ein 30er. Nein, aber, komm, wir suchen ja. Immer noch den 70er. Ja. Hat es einen? Zeig mal drauf. Sind vorbei, sind schon vorbei. Ah. Für alle Fälle, gell? Ja. Der Servo dabei. Du musst immer den Profiant mitnehmen. Gell? Das ist so. Meinst du, kommst du von nicht auf Pfäfers? Ja. Ja, komm, was heisst ja? Wir können von Pfäfers. Wir müssen wieder rauf. Aber meinst du, kommst du? Ja. Komm dort. Erster Parkplatz, Abzweig zu der Brücke. Von... Dort schneiden wir ein Rädchen ab, damit wir den Ballast abwerfen. Ah, eben, gell. Also, sonst hier musst du, wenn es richtig raucht, schon mal noch ein Päuschen machen. Genau. Hey, was ist das? Eine Piratenflagge? Ja. Pacific! Was heisst Pacific? Langsam oder stehen bleiben? Wirklich grundentspannt, wie es ein Bündner halt ist. Nicht? Ja, aber bist du nicht sicher, ob du raufkommst? Mal schon. Komm. Und sonst trampen wir noch ein bisschen. Und wenn du hocken bleibst, bist du dann auch Pacific? Ja, dann bin ich ganz Pacific unterwegs. Die Schweine sind zurück. Hey, unglaublich. Hey. Jetzt siehst du mal eine rechte Servo an, oder? Ja, aber jetzt mal sind wir da hocken geblieben. Ja, ich weiss schon, der Töff ist zu heiß geworden wegen dem Schnee. Ja, jetzt habe ich ein anderes Töffchen gesehen, jetzt läuft der wahrscheinlich. Meinst du? Ja, ich habe noch ein Abschleppseil mit, weisst du. Der Seppi tut mich dann ein bisschen führen, weisst du. Aha. Über den richtigen Taminenbrücke. Aber du, schmeckt dir das richtig? Ist das jetzt Corona-Wasser oder hast du schon ein bisschen aufgeheizt hier? Ja, beides. Beides, hä? Das gehört dazu, oder? Wer hat er also so schön geschmeckt da? Ja, da habe ich den selber gemacht. Das ist eben cool, weißt du? Ja. Als Luzerner kannst du Settings machen wie so ein richtiger Bubentraum-Servo. Genau, ja. Und heute haben wir noch schön Wetter. Du bist ganz speziell. Du gehst wegen dem Schönheitspreis, oder? Nein. Ich gehe zum Plausch. Aha. Zum Plausch und dann habe ich noch zu trinken mitgenommen. Eben, es wird da heiss heute. Du, was ist fitter, du oder das Töffli? Ja, was soll die Frage? Das Töffli. Zum Ticket abscannen. Ah. Nicht so natürlich gerade nicht. Da, mal. Danke vielmals, viel Spass. Du, das ist modern, da sind wir unterwegs. Wir sind extrem modern.
du musst auf dem Laufenden bleiben, weißt du? Schön. Ich gehe nicht zusammen, Totti. Jetzt haben wir noch die Kirsten zugekommen, nicht so eine Röderli, zum Wohlen, gell? Gut, Rauch, gell, sagt man bei den Teufeln. Was bist du? Ich? Ein ganzer Teufelbub, der nie erwachsen worden ist. Ja, irgendwie so, ja. Das ist schon möglich. Du kannst nichts machen. Virus hast du schon. Gell? Ja, ja, ist so. Also fährst du so noch ein bisschen? Oder nur jetzt? Ich fahre immer. Immer? Also, schön Wetter fahren, das bin ich. Ja. Aber im Winter wäre es eben auch gut, hast du mit den grossen Rädern? Nein, das machst du nicht mehr mit den Oldtimern. Die sind gehegt und gepflegt und da habe ich Sorge. Aha, ja. Also fährst du in den Stuben ausstellen? Ja, die sind schon gut verpackt. Ja, ja. Kannst nicht in den Stuben, ich würde die Frau verrückt, das geht nicht. Und ein bisschen rauchen muss es, gell? Das ist so, ja. Woher kommt der Füllingsdorf? Nein, Frankendorf. Ach so? Ja. Sind ihr hergefahren, Basel-Land? Ja, mit dem Auto. Ja, ja. Ja. Aber es ist auch ein gestyltes Töffel, Deckel poliert und so. Ja, ja. Das ist schon noch schön. Ist es auch noch wichtig, dass man da ein bisschen ja, ja. Schön daherkommt? Ja, sicher schon. Was hast du alles gemacht, um dich vorzubereiten? Kurze Hosen angelegt. Aber ein Deckel poliert hast du noch? Nein. Nicht? Gerne. Hast du die kurze Hose angeweiht? Genau. Zürcher Oberländer stoppt bei einem Basel-Länder, das gibt es doch nicht. Mal natürlich. Töffli-Buben sind Töffli-Buben, egal woher das kommt. Oder? Das verbindet, hä? Absolut, absolut, ja. Liegt im Rahmensheim, wäre hilflos und allein. Sie glauben es nicht, der ganze Zeit, vor Schau noch 15 Stein. Nein, 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 ein rechter Schwitzmann, der ruft das Servola. Er muss nicht anders haben, als so ein Servola. Ein Servola muss haben, und noch mal einmal, der Thomas kann den Text auch. Ein Servola. A servela, Mathieu! A servela! A servela, Moscha! Juhu! Wir haben hier die ausgefallensten Kostüme wieder, Verkleidungen, Servela-Geschichten. Die Servela-Töffli-Tour ist ja entstanden wegen dem Lied, das ich vor etwa 10 Jahren geschrieben habe und gesungen habe. Und es ist wirklich ein toller Anlass daraus geworden. Was heute einfach ein bisschen anders ist im Gegensatz zu letztem Jahr. Wir dürfen keine Musik haben, Festbänke, Städtisch. Das ist nicht eine Schikane, das ist einfach so vorgegeben. Also wir machen irgendwie um 5 oder um 5:30 hier den Schluss. Aber das Ziel ist wirklich die 70 Kilometer Rundfahrt. Jetzt einen Massenstart machen, die Polizei kommt etwa in 5 Minuten mit dem Streifenwagen. Es wird für uns die Kantonstrasse gesperrt und wir fahren die 444 Töffel. Stellt euch vor, das gibt Hennehaut, Gänsehaut, wenn man da mitten drin steht. Und die, die ganz hinten sind, denen würde ich eine Gasmaske empfehlen, gell? Auf jeden Fall ist das etwas vom Coolsten, was ich je erlebt habe. In so einem riesen Kaiberpulk durchs Dorf fahren, die Polizei vorne dran. Also kommst du vor wie der König der Welt.
abbleiben? Nein, nein. Nee. Sehr nichts, weißt du. Ah. Die Idee ist auch nicht dumm. Ah. Nicht zu viel. Passt schon. Passt schon nicht, hä? Ja, jetzt sind wir wo hin und runter. Besserwagen. Ja. Gut, jetzt geht's los, hä? Los, los. Du musst noch schauen, ich überhole sowieso alle. Wasser im Vergaser gehabt, weil er ein bisschen im Regen war. Dann haben wir es eigentlich repariert. Und jetzt. Ja. Ich weiß nicht, was es jetzt ist. Nein, lauf nicht! Du hast da schöne Rude für mich. Ups! Hoppala! Gut, ist gut, ich muss gehen. Gut! Ciao, ciao miteinander. Danke vielmals. Ja, wieder verrückt. Danke vielmals. Eine schöne Zeit. Ja, ja. Ja, ist nicht so.